Heute für euch im Gepäck 10 seltsame Dinge, die von Schulen verboten wurden. Viel Spaß! Nummer 10. In einer Schule in Japan wurden Lunchboxen mit Charakteren versehen, um den Kindern das Essen etwas attraktiver zu gestalten. Dies wurde eines Tages an einer Schule verboten, da zwischen den Eltern und Kindern eine Art Konkurrenz entstand. Jeder wollte seinem Kind die schönste Box kunstvoll ausschmücken. Das Ganze ging sogar so weit, dass alle Kinder ohne Dekoration in der Schule gemobbt wurden und als Außenseiter galten. Nummer 9. In Oklahoma in den USA trug ein 5-jähriger Junge namens Cooper Bartonen in der Schule ein T-Shirt von der Universität Michigan. Später wurde er aufgefordert, sein T-Shirt von innen nach außen zu wenden. Nach dieser Aktion wurde dann in der Schule College-Kleidung eingeführt mit der Aufschrift Oklahoma. Anscheinend sehen sich die Bundesstaaten als große Konkurrenz an und möchten keineswegs etwas miteinander zu tun haben. Nummer 8. In Schottland in Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr gefeiert. Allerdings verbietet eine Schule ihren Schülern das Basteln von Vatertagskarten. Dies dient für den Respekt gegenüber anderen Kindern, die mit alleinerziehenden Müttern und Lesben aufwachsen. Muttertagskarten sind allerdings in Ordnung und dürfen gebastelt werden. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Nummer 7. Die Meriden School Board of Education in den USA verhängte ein Verbot von eng anliegenden Hosen wie Jeans und Leggings im Jahr 2012. Die Schule hat auch eine Kleiderordnung, in der die Schüler nichts tragen dürfen, das andere Schüler vom Lernen ablenken könnte. Na dann lasst mal lieber euer blinkendes Armband zu Hause. Nummer 6. Wenn du in Frankreich studieren möchtest, wirst du nicht in der Lage sein, Pommes mit Ketchup in den Universitäten zu bestellen, da die französische Regierung einen Ketchup-Verbot für Schulen und Hochschulen auferlegt hat. Es soll nämlich die gute alte traditionelle Küche nicht gekränkt werden, denn damals gab es in Frankreich nämlich auch keinen Ketchup. Nummer 5. Aufgrund einer aggressiven Spielweise wurde Völkerball in den Schulen in ganz Nordamerika verboten, da das Spiel häufig die Ursache für Verletzungen und Streits zwischen Schülern war. Durch das Verbot wurde die Sportart allerdings unter Erwachsenen zunehmend beliebter und inzwischen gibt es viele Vereine in Nordamerika, die Völkerball mit in ihr Programm aufgenommen haben. Nummer 4. Den Schülern an der Jackson High School in Michigan wird das Tragen von Rucksäcken während der Schulzeit verboten. Die Schule hat den Schülern aufgetragen, ihre Schließfächer zu nutzen, um sämtliche Bücher, Stifte oder Blätter zu holen. Nummer 3. Die Earl Beatty Public School in Toronto verbot Schülern mit harten Kugeln oder Bällen zu spielen. Unter Berufung auf Sicherheitsbedenken wurden diese Bälle verboten, nachdem ein Elternteil eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Na gut, das kann man ja noch nachvollziehen. Nummer 2. Ein stellvertretender Schulleiter verbot die Benutzung von Lippenbalsam, da angeblich dadurch eine Krankheitswelle in der gesamten Schule ausgebrochen sein soll. Das örtliche Gesundheitsamt und Ärzte in der Umgebung konnten das Ganze allerdings nicht bestätigen. Dennoch ist es eine Vorsichtsmaßnahme, da die Schüler gerne dazu neigen, sich gegenseitig die Lippenbalsamstifte zu leihen. Und auf Nummer 1. In Großbritannien wurde an einer Akademie den Lehrern verboten, einen roten Stift zu verwenden, um Klassenarbeiten zu korrigieren. Rot gilt als negative und aggressive Farbe, die in fast allen Bereichen nur als Warnsignal verwendet wird. Nun wird nur noch ein grüner Stift von allen Lehrkräften benutzt und zusätzlich werden sie dazu aufgefordert, 2 oder 3 positive Kommentare über die Arbeit in die Klausur zu schreiben. Na, das gefällt mir doch mal. So Leute, hier könnt ihr das Video gerne noch teilen, am besten nicht mit eurem Lehrer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.